sie braucht es nicht so. Think about what you do. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Da oben ist ein Zombie. Seht ihr ihn? Wenn sie immer weiter nach oben geht, dann... Go, Brenda. Wir gehen immer näher ran und sie geht nach oben. Und dann war es das gleich mit dir. I don't wanna kill you, Lee. Nein. Please don't make this any worse. Just stop. Nein! Nein! Shit. Andy! Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Beruhige dich, halt die Fresse, das habt ihr euch selbst so zu schreiben. Calm down. Calm down. What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline. Bisschen Benzin war's. Bisschen mehr wolltet ihr schon. Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh oh. Scheiße, jetzt macht er den Strom an. Ich habe mehrmals A gedrückt. Ich habe A gedrückt. Hallo? Wie eine Bekloppte drücke ich hier auf der Taste rum. Hey, normalerweise gebe ich zu, drücke ich auch mal die falsche Taste. Aber in diesem Fall war es gemein. Vor allem, wenn man es richtig drückt. Ja, komm. Weh, du reagierst jetzt wieder nicht, du blödes Spiel. Tolles Spiel. Es ist ein tolles Spiel. Kein blödes Spiel. Wenn, dann ist es ein blöder Controller. Ey, leck mich! Oh, komm schon! Mach ihn... Ja, super, knallen ab. Alter, war das jetzt... Okay, ich habe nicht genug anscheinend gedrückt gehabt. Das war richtig schwer. Kriegst so aufs Maul, Junge. So, aber sowas von. Bist du jetzt so weit, Lee? Ich kann nicht mehr. Mag nicht mehr. Is that all you got, Lee? You ain't shit. It's over. Fuck you. Ich hab gesagt, es ist vorbei. I said, it's over. Just walk away. Don't you dare walk away from me, Lee. Get back.
back here and finish this, Lee! Leck mich. Get back here! Fight me like a man, Lee! Nein, sie kommen, die Zombies kommen. Das heißt, die werden sich jetzt den Andy schnappen. Er wird's nicht mehr hinkriegen, glaube ich. Was ein schlimmerer Tod ist, glaube ich. Oh Gott, wie schrecklich. Wie schrecklich, bei lebendigem Leibe aufgefressen zu werden. Das ist ein schlimmer Tod. Ja, ich kämpfe wie ein Milchbauer. Genau. So sieht's aus, Leute. Hey Lee, I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Ja, haben sie. Yeah, they were. That is sick. God, just... Ugh. Clementine, she doesn't know, Oder. Right? She's not stupid, Carly. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. Der hat mich im Stich gelassen, der Kenny. Das sollte man vielleicht klären. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Du hast diese Gruppe zerstört, du hast Larry ermordet. Du bist kein Held. You destroyed this group, Kenny. There's no coming back from it. I did what nobody else would. Everything's gonna be different now. Come on, Clementine. Stay close. Lee, are those bad people dead? Nein, sie, ja, wahrscheinlich haben Walker, wir haben sie nicht getötet, so. We didn't kill them, so I don't know. They might have been able to get away from the Walkers. But I'm sure they won't be coming after us. That's good. Hey, Dad, what's that noise? Ich wollte Kenny jetzt eigentlich nicht so verschrecken. Hallo? Nicht schießen, wir wollen euch helfen. Komm raus und schieße ich. Hallo? Einfach mal Hallo rufen. Ich meine, das Ding ist an, aber ist da überhaupt jemand drinne? Sieht eher aus wie jemand, der da drinne saß und dann schnell geflüchtet ist. Wenn alles noch an ist. Figures. Oh crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Not all of us.
Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? Wir müssen das mitnehmen, Clementine. Was reicht das so? Ich weiß nicht. Nimmt man einfach mal so eine Lebensmittel mit, wenn man sie schon findet? Aber hier ist doch keiner. Ich würde sagen, wir nehmen das mit. Wenn keiner in der Nähe ist, dann... Klar hat das irgendjemand gehortet, damit der sich auch sichern kann. Aber wenn er nicht mal sein Zeug... Ich meine, das Auto ist offen, es ist laut, da ist Licht. Es ist eher, als wäre jemand geflüchtet. Dann muss er seine Sachen auch besser sichern. Soweit denke ich ja dann doch auch, dass man um sein Überleben kämpfen muss. Und ob nun mit der Gruppe da oder ganz alleine, würde ich da den Wagen finden mit Lebensmitteln. Ich würde mir den Scheiß in Rucksack stopfen und weitergehen. Also irgendwie muss man ja ans eigene Überleben auch denken. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Was ich noch sagen wollte, ich wollte Kenny jetzt eigentlich nicht so verschrecken mit dieser Antwort, ja, du hast die Gruppe zerstört. Also ich hätte das nicht so hart ausgedrückt. Vielleicht hätte ich eher so im Nachhinein hätte ich mich lieber dafür entschieden zu sagen, ja, du hast halt Larry getötet, weil das vielleicht etwas sanfter klingt. So ein auf, weil du das gemacht hast, hat es auch Konsequenzen jetzt für die Gruppe. Und nicht so dieser Vorwurf. Es klingt halt sehr vorwurfsvoll, du hast die Gruppe zerstört, während ich ja in Wirklichkeit sehr hin und her gerissen war und Lee ja quasi auch. Sonst gäbe es ja nicht die zwei Entscheidungsmöglichkeiten, ihm zu helfen, weil da ein Zombie draus entstehen könnte aus Larry oder eben nicht. Das finde ich schon sehr hart jetzt. Also ich hoffe, dass er jetzt im Nachhinein mir nicht einen Vorwurf macht oder so. Weil eigentlich mag ich Kenny echt gerne und würde mich freuen, wenn sie sich weiterhin gut verstehen. More food in here. Ist halt ein scheiß Gefühl, gerade das Zeug hier zu nehmen, weil man nicht weiß, wem es gehört. Irgendjemand hat sich da ja auch was bei gedacht. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, aber naja. Okay. Scheiße, so ist es halt. Supplies? I'll take it. Bin auch ganz froh, dass es schon lange her ist, dass ich dieses Spiel gesehen habe, weil an das konnte ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Ich habe also vieles schon vergessen und muss ganz aufs Neue hier diese Entscheidungen treffen und habe die jetzt nicht noch im Kopf. Das gehört jetzt dir. Bewahre es einfach auf. Wir sind nicht wie diese Banditen. Ich... Ja, das ist eine gute Antwort. Okay. Clementine gefällt das gar nicht. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Das war süß am Anfang. Mit Kali und den Batterien. Das war süß. Oh God. Lee, you're gonna wanna see this. Wir wollen es auch sehen. Oh, wir wollen es auch sehen. Wenn man es dringend braucht, ist es kein Diebstahl? Naja, so würde ich das jetzt auch nicht ausdrücken. They call y'all bandits, but you're fucking raping monsters! Oh
darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If y'all I find thinking it, you're I'll safe? Let you know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who took... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Scheiße, 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 scheiße. Ich werde da gleich noch was zu sagen. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faces on it. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Okay, das war schon mal die Vorschau zur nächsten Episode. Ja, Miste, habe ich jetzt gerade gedacht, weil... Ja, darauf wollte ich ja noch eingehen, hatte ich jetzt ganz vergessen, weil es passiert immer so unglaublich viel und man hat immer so kurz Zeit nur kurz zwischenzureden und auf ein paar Dinge einzugehen, die man überhaupt entscheidet. Im letzten Part, war es das letzte Part, vorletzter Part, da jedenfalls da, wo wir im Wald waren, auf der Spur der Banditen, da hatten wir ja die Frau getroffen, die wir gerade eben auch gesehen haben. Und nachdem ich das nochmal so mir angeguckt hatte und barbert hat, ist mir aufgefallen, dass ich einen Satz überhört habe, den sie gesagt hatte, als sie auf mich zielte und den Andy, glaube ich, hieß er, wo sie irgendwie meinte, ihr habt sie mir weggenommen. Oder sowas hieß es. Und das war der Moment, wo Lee kurz nach dem Hut von Clementine gefragt hat. Und das hatte ich irgendwie voll überhört und dachte im Nachhinein, scheiße, wie ihr weggenommen. Und vom Aussehen her und so kam mir fast der Verdacht, scheiße, was ist, wenn das die Mutter ist? Jetzt im Nachhinein weiß man zwar immer noch nicht hundertprozentig so, aber sie beobachtet auf jeden Fall Clementine. Sie war es, die den Hut genommen hat. Sie sagt, meine Süße, sie wollte sie da wegholen irgendwie. Sie muss also einen engen Bezug zu Clementine haben. Und es könnte ja vielleicht die Mutter sein, die ja damals woanders war. Wer weiß, ob sie jetzt auch versucht hat, zu ihrer Tochter zurückzukommen. Oder ob es nur eine andere Verwandte oder Bekannte ist, man weiß es nicht. So, du und 84% der Spieler sein Bein abgehackt. Ja, super. Okay, ich guck mir das gerade mal so an. Anscheinend habe ich überwiegend auch wieder so Entscheidungen getroffen, die viele andere auch. Habe ich Jolene erschossen? Aha. Du und 68% der Spieler versucht, ihn zu retten, geholfen, Larry zu töten. Viele haben versucht, also auch Larry zu töten. 82% haben beide Brüder nicht getötet. Auch das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt wirklich mehr gedacht, dass die Spieler härter sind als ich. Ich bin ja ein Milchbauer, ne? Wisst ihr jetzt? Ein Milchbauerkämpfer. Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so überwiegend Entscheidungen getroffen habe wie andere. Die letzte war so ein bisschen, ach, das war 55%, da scheinen sich so die Gemüter zu teilen. Vielleicht verlockt einem das Spiel auch schon wieder dazu. Ich meine, wenn man nach der Spiellogik einfach nur gehen würde und nicht nach den
emotionalen oder sachlichen Entscheidung, wie es in der Wirklichkeit wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch dagegen entschieden, das zu nehmen, weil man halt davon ausgehen kann, dass das Spiel einem sowas vor die Nase hält und wenn man es halt lässt, dass man hinterher vielleicht auch gute Karten hat, weil man halt nicht weiß, wem es gehört. In diesem Falle waren das vielleicht ja die Lebensmittel von der Frau, die wir gerade auf dem Band gesehen haben. Das waren vielleicht die Vorräte, die immer an die Farm gehen sollten. Weiß man auch noch nicht so genau. Ist nur eine Vermutung. Ich habe sie auf jeden Fall genommen. Ich habe halt totale Arschkarte, wenn ich hinterher auf die Schnauze bekomme, weil ich sie irgendwelchen Leuten weggenommen habe. Aber ich find's gut, dass Lee zu Clementine gesagt hat, nimm das jetzt erstmal, du kannst es ja wieder zurückgeben. Ihr so ein bisschen sie beruhigt halt, wie gesagt wurde. Ja, sagt mir doch mal, wie ihr die Entscheidung fandet. Wie steht ihr so zu der Statistik am Ende? Haben einige von euch ganz andere Entscheidungen als ich getroffen? Ich würde manchmal schon hier und da gerne wissen dann, warum. Weil jeder tickt und denkt ja anders, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von The Walking Dead der ersten Staffel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.